Herzlich willkommen zur Never Too Late Night Show aus dem Wandelwerk in Köln-Neu-Ehrenfeld. Never Too Late Night Show, Folge 1. Es geht um Geld, wie Banken so mit eurem Geld umgehen und ob Banken da so glaubwürdig sind. Finanzen sind das Thema und andere Sachen. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Never Too Late Night Show. Ein letztes Mal hier aus dem Wandelwerk in Köln-Neu-Ehrenfeld. Und ihr habt es schon gehört, heute geht es ums Geld. Geld ist was wir hier leider nicht bekommen. Wir produzieren das alles komplett ehrenamtlich. Vielleicht hat es deshalb auch so lange gedauert, bis ihr diese Folge endlich sehen könnt. Und wieder mit dabei das Kreistanzorchester Neu-Ehrenfeld. Ach, wenigstens haben wir einen Schwenk. Live-Musik vom Kreistanzorchester Neu-Ehrenfeld. Live hier im Studio. Heute ohne Maske auch dabei, dafür mit Impfung. Was es sonst noch so für gute Entwicklungen gab, schauen wir doch mal rein. Guten Abend. Unverpackt. In Deutschland gibt es immer mehr Lebensmittelgeschäfte, in denen KundInnen unverpackt einkaufen können. Im Jahr 2019 gab es erst 158 solcher Unverpackt-Läden. Im Juni 2021 waren es bereits 397. Eine Steigerung um 250%. Dies geht aus Zahlen des Verbandes der Unverpackt-Läden, Unverpackt e.V., hervor. Zugleich wird der Unverpackt-Trend auch bei etablierten Supermarktketten zunehmend zum Thema. Zahlreiche Bio-Supermärkte bieten inzwischen Nudeln, Reis, Getreideflocken oder Nüsse zum selber Abfüllen an. Und auch Discounter steigen in das Konzept ein. So testet Aldi in Großbritannien aktuell den unverpackten Verkauf von Reis und Nudeln. Ey, was haltet ihr eigentlich von diesem Unverpackt-Trend, hä? Also ich find's Hammer. Unverpackt, das ist mir ganz egal. Ich kaufe mir mein Zeug bei Aldi, das ist mir die Hauptsache. Bei Aldi? Ja, ein Problem. Ja, also in den Supermärkten, da ist es doch die Scheiße, die kriegen das ganze Zeug irgendwie in kleinen Packungen angeliefert und dann wird das im Lager alles ausgepackt und ja, das sieht toll unverpackt aus, aber in einem richtigen Unverpackt-Laden, da kommen halt 25 Kilo Säcke mit Kichererbsen. Kichererbsen? Willst du in Hummus baden oder was? Sabine, das war ein Beispiel. Es geht doch nur darum, dass in einem Supermarkt einfach viel mehr Verpackungsmüll generiert wird mit dem Thema unverpackt. Verpackungsmüll hin oder her. Hier sind eure Kölsch, die sind unverpackt. Fahrräder. In Deutschland werden immer weniger Fahrräder geklaut. Dies geht aus Daten der polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Demnach hat sich die Zahl der Fahrraddiebstähle im Langzeittrend der letzten 27 Jahre mehr als halbiert. Pro 100.000 Einwohner sank die Zahl der gestohlenen Räder in Deutschland von 672 im Jahr 1992 auf nur noch 335 im Jahr 2019.
Damit gehen überdies Fahrraddiebstähle schneller zurück als andere Straftaten, die im selben Zeitraum im Schnitt aber immerhin um 21% gesunken sind. Ey, das sind doch mal richtig gute Nachrichten, oder? Ich wette, damit habt ihr nicht gerechnet. Ihr habt bestimmt gedacht, es seien mehr. Cool, ne? Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken zu gemacht. Aber ist es nicht so, dass alle Idioten heutzutage diese E-Bikes fahren, ne? Und die sind doch viel mehr wert. Das heißt, weniger Diebstähle, aber viel mehr wert, der da geklaut wird. Und die alten Kamellen meldet keiner mehr bei der Polizei. Du hast auch echt immer deine Wirtschaftsbrille auf. Ja, klar. Muss doch auch. Ja, also ich finde, man kann auch immer das Schlechte sehen. Aber ich finde das positiv und ich lasse mir das von euch nicht vermiesen. Klimakompensationen. Immer mehr Menschen kompensieren ihren CO2-Fußabdruck. Dabei bezahlen sie Geld für Klimaprojekte, um die Emissionen auszugleichen, die sie selbst verursacht haben, etwa auf Langstreckenflügen. Laut einer Studie der Klimaorganisationen Sri de Gries und Cool-Effekt und des Ölproduzenten BP wurde im Jahr 2018 international 42,8 Millionen Tonnen CO2 freiwillig kompensiert. 10 Jahre zuvor waren es demnach nur 0,3 Millionen Tonnen. Dies entspricht einem Anstieg von 14.000%. In Deutschland sind die Kompensationszahlungen insbesondere seit dem Jahr 2016 rapide gestiegen. Die Jahreseinnahmen der Agentur Atmosphäre haben seitdem um ein Vielfaches zugelegt. Das gestiegene Umweltbewusstsein sorgt allerdings nicht dafür, dass die Menschen in Deutschland weniger fliegen. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes nimmt auch die Anzahl der gebuchten Flüge stetig zu. Also, ich find's mega geil. Endlich kapieren die Leute, dass sich was ändern muss, wenn wir das Klima retten wollen. Ja, also Klimaschutz finde ich auch gut. Und Kompensation, daran ist auch nichts verkehrt. Ja, geil, Sabine. Du wirst auch langsam zu einem richtigen Öko. Ja, tatsächlich habe ich gestern erst kompensiert. Ich habe meinen Mexiko-Flug gebucht und hatte kein schlechtes Gewissen dabei. Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Also, wenn wir jetzt alle wie wild hier Flüge buchen, also, ey, so viel kann man doch überhaupt nicht kompensieren. Hey, heutzutage kompensiert doch jeder irgendwas. Das waren die Nachrichten. Ich bedanke mich. Einen wunderschönen Abend. Geld regiert die Welt. An dieser Binsenweisheit ist ja durchaus was dran. Wer viel Geld hat, der kann auch was bewegen und vielleicht verändern ins Positive. Und wer verwaltet viel Geld? Banken. Wir wollen deshalb heute mal gucken, was Banken eigentlich so für den Klimaschutz machen. Konkret, was sie seit 2016 für den Klimaschutz gemacht haben. Denn da ist ja das Pariser Klimaabkommen in Kraft getreten, in dem sich die Welt darauf geeinigt hat, dass wir das Klima vielleicht doch nicht komplett verkacken wollen. Die gute Nachricht zuerst: Alle großen Banken haben den Klimaschutz mehr oder weniger auf der Kette und reagieren auch darauf. Zum Beispiel JP Morgan. Das ist eine der größten Banken der Welt und die sagt: We have adopted a financing commitment that is aligned to the goals of the Paris Agreement. Gleichzeitig hat JP Morgan aber seit dem Pariser Abkommen über 300 Milliarden US-Dollar in Unternehmen investiert, die ihr Geld vor allem mit fossilen Energien verdienen. Und da ist auch kein Trend nach unten erkennbar, abgesehen vom Corona-Jahr 2020. JP Morgan hat damit seit dem Pariser Klimaabkommen mehr in fossile Energien investiert als jede andere Bank. Und zwar insgesamt so viel, wie ganz Dänemark pro Jahr erwirtschaftet. JP Morgan ist Spitzenreiter. Aber in der Branche nicht alleine. Insgesamt haben die 60 größten Banken der Welt seit Paris im Jahr 2016 einfach weiter Geld in fossile Energien gepumpt. Und zwar Jahr für Jahr mehr, abgesehen vom Corona-Jahr 2020. Insgesamt waren das 3,8 Billionen Dollar. Zur Erinnerung, Billionen, das ist die Zahl mit den 14 Stellen.
Jetzt lassen wir aber mal die Kirche im Dorf hier. Ich meine, JP Morgan ist eine US-amerikanische Bank. Unsere Banken, also die liebsten Banken der Deutschen, die sind ja wahrscheinlich sauber. Also das sind sie, das sind die liebsten Banken der Deutschen, wo die Deutschen das meiste Geld liegen haben. Die Sparkassen, die Volksbanken, Raiffeisenbanken, Deutsche Bank, Commerzbank und ING. Fast 3 Billionen Euro haben die KundInnen dieser Bank auf ihren Konten rumliegen. Was man damit nicht alles für den Klimaschutz tun könnte. Sparkassen wollen dazu beitragen, die Wirtschaft mit dem Ziel eines besseren Klimaschutzes zu verändern. 16 Akteure des deutschen Finanzsektors haben eine Selbstverpflichtung unterzeichnet, ihre Kredit- und Investmentportfolien im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens auszurichten. Klingt ja genau wie bei JP Morgan. Und zwischen JP Morgan, der Deutschen Bank, der Commerzbank und der ING gibt es noch mehr Parallelen. Denn auch unsere 3 hier beliebten Privatbanken sind in fossile Energien investiert. Außerdem auch noch in so andere Geschäftsfelder. Wir haben die mal hier aufgelistet. Die Never Too Late Night Show präsentiert einige tolle Investitionen der Deutschen Bank, der Commerzbank und der ING. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen wollen, dann dürfen wir halt noch maximal 330 Gigatonnen CO2 ausstoßen. Das sagt der 6. Bericht vom Weltklimarat. Ein Zusammenschluss von Umweltorganisationen hat sich mal 12 Großprojekte angesehen und durchgerechnet, wie viel CO2 die so verursachen werden. Das Ergebnis? 175 Gigatonnen. Das ist mehr als die Hälfte des uns verbleibenden CO2-Budgets. Und in fast allen Projekten waren Unternehmen dabei, die von der Deutschen Bank, der ING oder der Commerzbank finanziert werden. Wie passt das denn zusammen? Haben wir die Banken auch gefragt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns nicht zu einzelnen Unternehmen oder Kunden äußern. Wir veröffentlichen die Namen von Unternehmenskunden, die wir finanzieren oder in die wir investieren, nur im Einzelfall und nur nach Zustimmung der Kunden. Das schreibt uns die ING. Auch von Commerzbank und Deutscher Bank kam leider keine Antwort auf unsere sehr konkreten Fragen. Stattdessen haben uns die Banken nochmal erzählt, was so geht im Bereich Nachhaltigkeit. Die Deutsche Bank hat in den vergangenen 5 Jahren ihr Investment in fossile Energien um 20% verringert. Die Commerzbank hat in den vergangenen 2 Jahren ihr Investment in Kohle halbiert. Aber 1 Milliarde Euro stecken da halt nach Info der Bank immer noch drin. Gut, das sind Privatbanken. Aber die meisten Deutschen haben ihr Geld ja sowieso bei den Sparkassen schön lokal angelegt. Also nehmen wir mal an, ich würde in Berlin wohnen. Was hat denn die Berliner Sparkasse so für mich Nachhaltiges im Angebot? Also in ihrem Nachhaltigkeitsbericht schreibt die Berliner Sparkasse von dem Handeln im Bewusstsein der Folgen für die Umwelt und von der Ablehnung kontroverser Geschäfte und Geschäftspraktiken. Klingt ja gut, aber was genau sind denn kontroverse Geschäftspraktiken, liebe Berliner Sparkasse? Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Sparkasse haben sich dazu verpflichtet, grundsätzlich keine Kredite an Kunden zu vergeben und nicht in Wertpapiere von Unternehmen zu investieren, sowie keine Geschäftsbeziehungen mit Dritten einzugehen, die mit ihren Tätigkeiten offensichtlich einem nachhaltigen, verantwortungsvollen und somit ethischem Handeln entgegenstehen. Das ist jetzt aus Sicht der Berliner Sparkasse offensichtlich nicht nachhaltig? Haben wir mal nachgefragt. Und? Keine Antwort bekommen. Der Selbstverpflichtung der Sparkassen fehlt neben den blumigen Worten einfach die Substanz. Da sind keine konkreten und messbaren Ziele, wie mehr Nachhaltigkeit erreicht werden soll. Mit Blick auf ein einzelnes Institut würde man sich zum Beispiel fragen, wie möchte es denn die Emissionen aus seinem Kreditportfolio senken und bis wann?
Und wenn die Sparkassen da nicht konkrete Ziele, die auch messbar sind, nachliefern, dann müssen sie sich einfach den Vorwurf des Greenwashings gefallen lassen. Tja, das war übrigens Magdalena Senn von der Bürgerbewegung Finanzwende. Diese Selbstverpflichtung, die umfasst übrigens nicht mal zwei Seiten. Es wäre also keine Zauberei, sich die zwei Seiten mal reinzuziehen und zu unterschreiben. Das wäre zumindest ein symbolischer Akt und ein Anfang. Ich meine, das Tolle an den Sparkassen ist ja, die sind regional aufgestellt, hat jede Region ihre eigene. Und jede hat dann auch ihr eigenes Nachhaltigkeitskonzept. Also ich als Berliner, für mich ist Potsdam ja nicht weit. In Potsdam gibt es die Mittelbrandenburgische Sparkasse, eine der 10 größten Sparkassen Deutschlands. Aber die MBS hat nicht mal die Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen unterschrieben. Nicht? Abwarten. Man habe, so sagte uns die MBS, vor, in absehbarer Zukunft zu unterzeichnen. Aber zum Glück hat die MBS schon ganz eigene, konkrete, ethische Richtlinien sich selbst auferlegt. Die MBS investiert nicht in Streubomben, Landminen, ABC-Waffen. Weitere Ausschlusskriterien werden geprüft. Wow. Nehmen wir mal an, ich würde bei der MBS Geld anlegen wollen und ich würde explizit nach nachhaltigen Optionen fragen. Was haben die denn da so im Angebot? Da hat die MBS extra was für dich aufgelegt. Den MBS Invest Nachhaltigkeit 3. Ein Fonds, der unter anderem in Aktien und Anleihen investiert, aber eben handverlesen nachhaltig. Gucken wir doch mal, welche Unternehmen es so durch den Nachhaltigkeitsfilter geschafft haben. Zigaretten, Flugzeuge, Kampfflugzeuge, Zuckerwasser in Plastikflaschen, Fast Food, Öl und... JP Morgan ist auch dabei. Also als nachhaltig interessierter Kunde der MBS fühle ich mich da irgendwie nicht so richtig abgeholt. Tja, und jetzt haben wir sie auch schon durch, die ganzen großen Banken. Nee, Moment, Volksbank, wir hatten noch die Volksbank Berlin auch noch angefragt. Was haben die denn geantwortet? Ja? Ja. Nix. Wie nix? Und wie legen die das Geld an? Wissen wir nicht. Müssen wir auch gar nicht wissen, denn eine Bank muss uns Kundinnen nicht sagen, wo die ihr Geld so hinfließen lassen. Wie nachhaltig regionale Sparkassen oder Volksbanken, Raiffeisenbanken das Geld so anlegen, ist deshalb für die Öffentlichkeit auch kaum nachvollziehbar. Immerhin bei der MBS kann man sich aber ganz sicher sein. Die MBS investiert nicht in Streubomben, Landminen, ABC-Waffen. Weitere Ausschlusskriterien werden geprüft. Das Gute ist ja, ich wohne ja gar nicht in Berlin. Ach. Ja, ich wohne ja in Köln. Ach. Und tatsächlich ist die Sparkasse Köln-Bonn relativ progressiv unterwegs, was Nachhaltigkeit angeht. Also für eine Sparkasse. Und auch die Nachbarn in Düsseldorf sind da ganz gut dabei. Und es gibt sicherlich auch Volksbanken, Raiffeisenbanken, die da ein bisschen was tun. Wir wissen es nur oft nicht so genau. Wir verlinken euch trotzdem mehr Informationen dazu in dem Quellendoc. Da habt ihr auch, wie gesagt, das heißt das Quellendoc, all unsere Quellen drin, die wir hier in dem Vortrag gebraucht haben. Wo habt ihr denn euer Geld angelegt? Wo liegt das überhaupt? Bei den Sparkassen, bei den Volksbanken oder doch bei den drei Privatbanken? Und habt ihr da mal so nachgefragt, wo das hinfließt? Macht das, denn wenn viele Menschen nachfragen, was eigentlich mit ihrem Geld auf der Bank passiert, dann kommt die Bank auch nicht mehr drum herum, es ihren KundInnen zu sagen. Und vielleicht hat das ja auch schon direkten Einfluss darauf, wie die Bank es dann investiert. Und wenn ihr nachfragt, dann lasst euch dabei nicht von Worten blenden, denn wo nachhaltig draufsteht, da kann in der Finanzindustrie alles Mögliche drin sein. Schreibt uns gerne mal, was eure BankberaterInnen euch so als nachhaltig anbieten. Vielleicht gucken wir uns das ja auch ein bisschen zusammen an. Ja, und das war's jetzt einfach, oder wie? Nee. Also wir haben ja versprochen, dass wir hier in der Sendung Lösungen anbieten. Also haben wir auch hier eine Lösung parat. Die GLS Bank. Eine echte Bank, aber komplett öko. Und deren Vorstand hat uns hier im Wandelwerk besucht. Die GLS Bank sagt, dass sie nicht nur das Geld ihrer Kunden nachhaltig anlegt, sondern dass sie auch ihre Kunden selber nachhaltiger macht. Ich glaube ja, dass ich eigentlich schon recht nachhaltig unterwegs bin. Wenn ich was transportieren muss, nehme ich dafür immer mein Lastenrad. Das Lastenrad ist aber gerade kaputt. Damit ist meine Mobilitätswende gerade etwas ausgebremst, beziehungsweise die Bremsen sind halt kaputt, kann man auch nicht so gut mitfahren. Deshalb habe ich mir mal die GLS Bank zur Hilfe geholt. Hallo Dirk, du bist Vorstand bei der GLS Bank.
Hallo Tobi. Ja, Vorstand bei der GLS Bank und die Herausforderung hast du ja schon hier reingeschoben. Die habe ich hier reingeschoben. Wir sind aber nicht alleine. Wir sind ja hier im Wandelwerk. Wir sind hier beim Team Turbo, die eine Fachhandwerkstatt hier betreiben. Und die können uns im Zweifel bestimmt helfen. Das sind Jo und Chris vom Team Turbo. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann holen wir euch einfach dazu. Gleich zum Start die Frage, kann man so eigentlich auch bei der GLS Bank aufkreuzen oder musst du da schon Anzug tragen? Nö, das ist, was ich jetzt gerade anhabe. Ich habe jetzt gerade nur das T-Shirt gewechselt, also bis gerade hatte ich ein Hemd an. Aber ich habe mir gedacht, jetzt bei euch ist es A, warm und B, komme ich wahrscheinlich gleich sowieso in Schwitzen, wenn wir an das Fahrrad genau gehen. Wenn ihr nicht gerade Kunden an den Lastenrädern schraubt, was macht ihr dann sonst eigentlich für Mobilitätswende? Im Moment ist es natürlich sehr stark, dass sehr viel Geld halt schon auch noch in die Antriebswende reinfließt. Also in diese gesamte Finanzierung, das ist bisher Kraftstoff gewesen und das ist jetzt Elektromobilität, halt auch Ladesäuleninfrastruktur, das sind solche Themen, die natürlich eine Rolle spielen. Aber wir wollen natürlich, und deswegen ist das auch ein gutes Beispiel, halt eben zu schauen, dass wir halt die Muskelmobilität halt auch fördern. Also gehen, Radfahren oder sonst irgendwas. Und das mache ich halt auch persönlich. Also das wäre der neue Bremszug. Ja. Neuer Reifen ist auch dran. Den müssen wir anbringen. Das wäre sozusagen die erste Challenge. Du hast ein bisschen Ahnung davon und ich assistiere dir. Selber auch schon mal mit dem Lastenrad was durch die Gegend gefahren? Nein, noch nicht. Ich habe aber zwei Satteltaschen und gerade zu Beginn der Corona-Pandemie beispielsweise sind wir nur mit dem Fahrrad einkaufen gefahren. Zwei Satteltaschen links und rechts, Rucksack auf dem Rücken. Dann ist aber das Berghochfahren schon anstrengend, muss ich sagen. Rad dreh, Bremse funktioniert. Hervorragend. Ja. Job done. Das wieder um? Genau, drehen wir um. Bremsen ist ja auch eine Sache, die ihr macht. Ihr bremst, indem ihr manchen Unternehmen keine Kredite gibt. Was ist das so? Wer kriegt von euch kein Geld? Ich würde dir eigentlich lieber über das Gas geben reden oder über Strom geben. Aber wer kriegt denn von euch Geld? Das finde ich auch eine spannende Frage. Wer kriegt von euch Geld, der jetzt, sagen wir mal, ich gehe zur Sparkasse und kriege da aber keinen Kredit, aber ich kriege einen Kredit von der GLS Bank? Wo ist dieser Case, wo ihr quasi finanziert, was andere nicht finanzieren? Ja, ich würde auf alle Fälle mal sagen, ein Stück früher im Risiko auch, ja, auch ein Stückchen mutiger. Also wenn man ja so ganz an die Anfänge der GLS Bank halt auch mal guckt, das erste Windkraftrad, ja, hat die GLS Bank finanziert. Das ist umgefallen, hat nie funktioniert, also der Grobi. Und trotzdem haben wir daran geglaubt, dass es eine Energiewende braucht. Ja. Was ist das erste Windrad gerade? Das erste Windrad 2021? Nehmen wir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, was vor ein paar Jahren mal da gewesen ist. Ist jetzt nicht die Erfolgsgeschichte, aber der Street Scooter. Also bei dem Street Scooter war es ja so, elektronisches Fahrzeug oder elektrisches Fahrzeug kommt, weißt du, was das ist? Diese Post, genau, die von DHL. Die DHL hat ja im Prinzip das Unternehmen übernommen zu 100%, hat das auch finanziert und hat halt eben gesagt, für unsere Flotte wollen wir nur noch Elektrofahrzeuge haben. Die haben aber keinen gefunden, der beispielsweise gesagt hat, wir wollen die ins Leasing geben. Weil wenn du über Leasing sprichst, hast du immer, du musst immer einen Restwert haben und der Restwert bestimmt dann im Prinzip hinterher die Leasingrate. Also du kaufst das, hast einen Restwert und die Differenz davon musst du über die Leasinglaufzeit verteilen. Wenn du aber nicht weißt, was ist so ein Auto in 3 Jahren wert, dann kannst du das nicht einschätzen, schreibst es im Prinzip auf Null ab, dann ist die Leasingrate so hoch, dass es für jeden uninteressant ist. Mhm. Und da haben wir halt eben ein Modell gemeinsam mit der Post entwickelt, dass die halt gesagt haben, okay, wir verkaufen die an andere, ja, und zur Not kaufen wir die zu einem festen Preis, weil wir daran glauben, halt auch zurück. Und dadurch ist die Leasingrate bezahlbar geworden. Hat es keinen anderen gegeben, der das zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Und wir sind da reingegangen und haben es mit denen probiert, um einfach die Marktfähigkeit von solchen Angeboten halt auch zu testen. Das sind solche Ideen, die wir halt versuchen, auch mutig am Anfang mitzugestalten. Wichtig ist, dass die Leute auf uns zukommen, die eine Idee haben und dann mit uns ins Gespräch kommen. Weil wir sind ja nicht die, wie ich gesagt habe, die Techniker oder die Ingenieure, sondern wir sind im Prinzip diejenigen, die hoffentlich ein Stückchen mutiger versuchen, das einzuschätzen und umzusetzen. Wenn ich jetzt als Privatmensch mir denke, ich will dafür Geld zur Verfügung stellen, gehe zur GLS Bank und will das zur Verfügung stellen, dann will die GLS Bank Geld von mir dafür, dass ich das zur Verfügung stelle. Warum eigentlich? Also warum muss ich bezahlen dafür, dass ich der GLS Bank Geld gebe? Sollte die Bank sich nicht freuen? Du spielst jetzt, denke ich mal, auf den GLS-Beitrag an. Ja. Ne, als Basis. Also ich muss ja 5 Euro im Monat bezahlen, ja, damit ich irgendwie der GLS-Bank Geld geben kann. Ne? Genau. Aber genauso ist das doch beim Stromanbieter auch. Ne? Also wenn du die aber Grund... der gibt mir ja Strom. Genau, aber du bezahlst ja auch für eine Dienstleistung. Ja. Und das, was du ja tust, ist ja eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Also erstmal zahlst du ja beispielsweise, du nimmst ja die Dienstleistung eines Girokontos beispielsweise in Anspruch.
und nimmst halt auch beispielsweise die Dienstleistung der GLS-Bank in Anspruch, dass der Vorstand Fahrräder repariert, kleiner Scherz ja an der Stelle, aber halt auch, dass wir gesellschaftlich uns einsetzen dafür. Wir haben ja auch eine politische Forderung beispielsweise, wo wir uns für engagieren. Wir arbeiten beispielsweise halt auch gerade daran, was ich gesagt habe, dass wir halt diese Messbarkeit von Finanzanlagen halt im Hinblick auf unsere Klimaziele beispielsweise halt auch erarbeiten wollen. Das sind ja alles Dinge, wo wir Vorreiter sind. Und für die eigentliche Bankdienstleistung zahlst du ja eine Kontoführungsgebühr in Höhe von 3,80 €. Mhm. Und für das, was wir aber mehr wollen, halt für den gesellschaftlichen Wandel, für das gesellschaftliche Engagement, für das Vorleben auch in der, ich sag mal, in der Branche, da brauchen wir halt auch einen bestimmten Beitrag, dass wir eben Menschen dafür auch abstellen können, um diese zusätzlichen Leistungen zu erbringen. Und das ist der GLS-Beitrag, der ist eine Ergänzung zu dem eigentlichen Bankgeschäft. Was würdest du sagen, was ist kaputter, unser Geld- und Bankensystem oder mein Lastenrad? Eindeutig unser Geld- und Bankensystem. Also da gibt es überhaupt keine Fragen dran, weil das funktioniert ja, das kann Sachen transportieren und unser Bankensystem ist seit Jahren schon, dient nicht mehr dem, was es mal sollte. Ja, also der Ursprung einer Bank sollte immer sein, ja, wenn man an das genossenschaftliche System denkt, da tun sich Menschen zusammen. Die einen haben Geld, die anderen brauchen Geld und man tauscht sich da aus und hilft einander. Und das Finanzsystem ist im Überwiegenden ein heißgelaufener Hotspot, um Spekulationen in irgendwelche nicht brauchbaren Dinge zu betreiben. Da geht es viel um Spekulation, da geht es viel vor allen Dingen um Gewinnmaximierung. Und deswegen, das Bankensystem ist an vielen Stellen definitiv kaputter als dein Rad. Aber lukrativ für einige. Also Christian Seewegen, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, hat ja 7.368.000 € letztes Jahr verdient als Vorstand. Du bist ja auch Vorstand, da kommt dein Gehalt nicht ganz ran. Ich glaube, 200.000 € hast du verdient. Wenn du solche Zahlen hörst von so einem Vorstand, was denkst du dann? Es gibt ja solche Größenordnungen wie, was ist das Verhältnis zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Gehalt? Ja? Das ist bei uns ungefähr bei 7. Also 1:7 ist das, wenn man halt das unterste Gehalt und das oberste Gehalt nimmt, kann man bei uns nachlesen. Ich finde, das ist ein faires Verhältnis. Ja? Was machst du mit deinem Geld? Ist ja trotzdem auch viel. Ja, es ist viel. Was mache ich damit? Also ich mache auch Urlaub und ich gebe auch, glaube ich, ein Stück weit Geld aus. Aber du wirst sehen, dass ich halt auch versuche, ein Stück weit dessen, was ich habe, wieder in die Gesellschaft zurückzugeben. Also ich habe mir vor ein paar Jahren, das ist schon 15 Jahre her, mal überlegt, dass es mir immer dann, wenn es mir besser geht, dass ich versuche, dass es irgendwie jemandem anders auf der Welt auch besser geht. Ich habe also beispielsweise angefangen, glaube ich, 2007, das erste Patenkind. Und mittlerweile haben wir auf der Welt als Familie, glaube ich, 8, 9 Patenkinder, die ich auch schon zum Teil besucht habe, wo ich auch hingefahren bin beispielsweise. Also so diesen Grundsatz immer mal zu gucken, was kannst du auch für andere tun? Ja, und wie kannst du das wirklich auch in einem bestimmten gesunden Verhältnis zu deinem Einkommen halt auch fördern? Was spielt das für euch für eine Rolle, eine Genossenschaft zu sein? Es ist unsere DNA. Ja? Also Geld ist für die Menschen da, Gemeinschaft spielt eine ganz große Rolle. Und das ist natürlich so, dass wir uns an diesem genossenschaftlichen Gedanken, was einer alleine nicht kann, das schaffen viele gemeinsam, halt auch orientieren. Ein gutes Stichwort, vielleicht arbeiten wir noch eine Runde. Ja, klar. Was müssen wir da tun? Mit einiger Hilfe vom Team Turbo haben wir das doch hier eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich würde sagen, Banker können auf jeden Fall auch mit anpacken. Dreckige Hände haben wir. Und dann fahren wir jetzt mal eine Runde Probe. Sag mal, Tobi, wie viel Geld haben wir denn eigentlich bekommen von der GLS-Bank für dieses Video? Nix, aber die haben mein Lastenrad repariert. Nee, im Ernst, wir wollen hier Lösungen anbieten. Und es ist halt so, wenn man sein Geld nachhaltig anlegen will, dann ist man bei den Ökobanken nicht so falsch dabei. Es gibt natürlich nicht nur die GLS-Bank, es gibt auch die Umweltbank, Triodos, Ethikbank und auch ein paar andere Banken, die sich durchaus Nachhaltigkeit ernsthaft auf die Fahne geschrieben haben. Und wenn ihr da euer Geld hinbringt, dann ist es halt zum Beispiel schon mal nicht in Kohle investiert und auch in anderen fossilen Energien einfach nicht am Start, nicht in Rüstungsgütern. Da ist man also schon mal ganz gut unterwegs. Auch diese Banken kann man natürlich kritisch sehen und das, was wir da kritisch empfunden haben, haben wir euch natürlich auch ins Infodoc gepackt. Und ihr müsst euer Geld natürlich auch gar nicht unbedingt zu einer Bank bringen. Ihr könnt auch einfach ganz direkt selbst investieren und komplett selber steuern, wo euer Geld dann landet. Auch dazu haben wir euch ein paar Hinweise in unser Quellendoc gepackt. Ist da für euch jetzt eine Option dabei, was ihr mit eurem Geld machen wollt? Werdet ihr irgendwas angehen mit eurem Geld, nachdem ihr dieses Video gesehen habt? Meldet euch damit gerne bei euch zurück, uns zurück, schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns einfach direkt. Wir freuen uns.
Und auch wir haben uns hier natürlich fleißig für eine bessere Welt eingesetzt. Mussten wir ja schließlich auch. Herzlich willkommen in der Öko-Diktatur. Öko-Diktatur. Willkommen in der Öko. Öko-Diktatur. Ja, wir mussten unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Schließlich hat die Ökodiktatorin hier in der vergangenen Folge uns das aufinstruiert und wir haben natürlich brav mitgemacht. Ich durfte jeden Tag für 2 Wochen lang nur 20 Minuten ins Internet. Und ich musste kalt duschen. 500 Liter Wasser, so viel habe ich da verbraucht. Und hätte ich die auch noch warm gemacht, dann wäre das so viel CO2 gewesen wie eine Autofahrt von 75 Kilometern. Damit hat sich dein Kaltduschen immerhin gelohnt. Ich habe auf jegliches Streaming verzichtet, um irgendwie nur 20 Minuten Internet am Tag zu nutzen und habe damit am Ende 3 Kilogramm CO2 eingespart in 2 Wochen. Das ist ungefähr so viel wie 15 Kilometer Autofahrt verbrauchen. Also nicht so richtig viel. Zum Glück gibt es ja hier die Ökodiktatorin mit neuen Verboten im Gepäck. Und ich ziehe gleich mal eins. Die Ökodiktatorin verbietet dir, verpackt einzukaufen. Zu dumm, hier Geld einzulegen. Die Ökodiktatorin verbietet dir, Klopapier zu benutzen. Also Tobi, diesmal sehe ich dich eher im Badezimmer und mich sehe ich leere Gläser zum Unverpacktladen schleppen. Das wird ein Spaß. Wenn ihr wissen wollt, wie wir uns dabei so schlagen, dann folgt uns in den sozialen Medien. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und natürlich auch auf Mastodon. Und das war's auch schon mit dieser Folge nämlich. Uns bleibt jetzt nichts mehr als Ciao zu sagen und nochmal abzugeben an das Kreistanzorchester Neu-Ehrenfeld. Wenn du diese Folge schaust, dann gibt es das Wandelwerk gar nicht mehr. Gedreht haben wir im September. Auch da wurde hier bereits abgebaut. Inzwischen sind die Schlüssel übergeben und das Gebäude ist wieder zu einem ehemaligen Autohaus geworden. Vielleicht ist es inzwischen auch abgerissen. Das Wandelwerk war von vornherein als Zwischennutzung geplant. Trotzdem hinterlässt es eine Leerstelle. Denn Räume, in denen Utopien erprobt werden können, sind knapp. Gibt es bei dir in der Nähe vielleicht einen solchen Raum? Dann schau doch mal vorbei. Denn Freiräume leben von den Menschen, die sie füllen. Das Team der Never Too Late Night Show wünscht dir ein wundervolles Leben.